Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch die Sakura-Box vorstellen. Eine monatliche Abo-Box, in der ihr die verschiedensten Bastelmaterialien zugeschickt bekommt. Das Besondere daran ist, dass sie aus Deutschland kommt und auch von jemandem aus Deutschland zusammengestellt wird. Das heißt, ihr braucht nicht super lange darauf warten und der Versand geht ganz schnell und unkompliziert. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Dezember-Edition, das heißt, es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dieses Video aufnehmen konnte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Die Box hatte nämlich jetzt eine längere Pause und die Dezember-Box war jetzt die allererste. Und ich habe sie zugeschickt bekommen, um sie einmal zu bewerten, ein bisschen was dazu erzählen und ja, euch auch darüber in Kenntnis zu setzen, dass es sie überhaupt gibt. Wie ihr sehen könnt, ist ein kleines Schild dabei gewesen, wo einmal alles aufgelistet ist, was in der Box enthalten ist. In Gelb, das könnt ihr schlecht lesen, steht nochmal dazu, dass drei Inhalte exklusiv für mich jetzt mit reingelegt wurden, damit ich euch zeigen kann, was später noch so alles dabei sein wird. Als erstes haben wir hier ein total süßes Briefpapierset mit super schönen Blümchen drauf im japanischen Stil. Vorne könnt ihr sehen, dass auch japanische Zeichen und Texte drauf sind, die ich leider nicht übersetzen kann. Dazu ist noch ein kleiner Briefumschlag dabei und ja, das Ganze sieht sehr hochwertig aus und ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt dem einen oder anderen echt gefallen wird. Zu der Verpackung selber muss ich sagen, ich finde es total klasse, es ist super bunt. Und es war total die Sauerei, aber es hat echt Spaß gemacht, alles auszupacken. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch eine Packung Washi-Tape mit dazu bekommen, in genau derselben Farbe und demselben Muster wie das Briefpapier. Wie viel genau jetzt auf der Rolle ist, kann ich nicht sagen, da ich nicht lesen kann, was da drauf steht. Aber es sah mir jetzt nicht nach besonders wenig aus. Als nächstes haben wir auch Tape, aber das ist kein Washi-Tape, sondern so aus so einer Plastikkonsistenz mit einem richtig schönen Galaxy-Muster. Nachher seht ihr nochmal im Close-Up, wie das genau aussieht. Ja, hier könnt ihr sehen, das ist halt... Also ich hatte meinen Spaß mit der Verpackung. Es kann auf jeden Fall unterwegs nichts kaputt gehen und ich fand's super. Ich hatte meinen Spaß. Sogar kleine getrocknete Rosen waren da mit bei. Das fand ich richtig prima. Als nächstes hatten wir einen super süßen Puschelkugelschreiber dabei. Ja, das ist eine Taschenlampe, die man nämlich für dieses UV-Resin braucht, oder Resin. UV-Resin ist ein Harz, das mit Hilfe von dieser UV-Lampe aushärtet. Damit mache auch ich unter anderem ganz viel von meinem Schmuck. Und ja, ich finde es super, das sind jetzt zwei dieser extra Sachen, die mit in dieser Box drin waren. Und normalerweise nicht mit enthalten wären. Dann haben wir noch ein bisschen Deko-Glitzer und den fand ich richtig schön. Ich habe ihn auch schon ausprobiert und er ist super schön am Funkeln. Als nächstes haben wir einen kleinen Rahmen und einen kleinen Schlüssel, die beide aus Harz gegossen wurden und ich finde auch die Verpackung total klasse. Dann haben wir noch von der Cookie Cutty selber, das ist diejenige, die die Box gemacht hat, eine selbstgebastelte Kette aus Fimo mit einem super süßen Bäumchen und nachher seht ihr die nochmal genauer.
Dann haben wir hier einen Druckbleistift. Ich persönlich schreibe oder skizziere alles am liebsten mit Druckbleistiften, weil ich super anspitzfaul bin. Also für mich perfekt. Dann konnte ich erst gar nicht damit anfangen, was ich da in der Hand hatte, bis ich dann herausgefunden habe, ach guck mal, da unten ist ja ein kleines Bild, das ist eine Schere. Und ich habe sie nachher auch ausprobiert, sie ist sehr scharf und man kann wirklich gut mit ihr schneiden, was ich erst nicht gedacht hätte. Aber die Schere ist echt klasse. Als nächstes haben wir hier ein kleines Säckchen, das man oben zuschnüren kann. Und das finde ich super praktisch. Ich arbeite gerne und viel damit und habe dafür auf jeden Fall eine Verwendung. Hier seht ihr einen Metallanhänger, mit dem man unter anderem mit dem UV-Harz oder dem UV-Resin arbeiten kann. Und ja, fand ich total praktisch, dass man den auch mal dabei hatte. Ich glaube, der war auch unter den Extras mit aufgegriffen. Also normalerweise wäre der nicht mit dabei gewesen. Ja, den Stickerbogen fand ich richtig schön. Die Sticker kann man nämlich alle in Harz eingießen. Und das Motiv hat mir auch total gelegen. Also damit war ich total zufrieden. Ja, dann haben wir hier noch so einen kleinen Radiergummi mit nachfüllbaren Kappen. Und das wird bestimmt eine meiner meistgenutzten Federmappen ab jetzt. Diese Melone fand ich richtig genial, so als abschließendes Highlight. Und man kann natürlich alle seine jetzt neu dazu gewonnenen Sachen auch mit da reinpacken. Fand ich klasse. Also für mich war die Box echt rund. Das war auch die letzte Sache aus der Box. Und ja, alles in allem muss ich sagen, ich war richtig zufrieden damit. Ich habe euch nochmal kurz zusammengefasst, was alles in der Box enthalten ist. Und alles in allem würde diese Box so 17,95 Euro kosten plus 2 Euro Versand. Und wenn man sie im Abo bestellt, dann kostet sie 15,95 Euro plus 2 Euro Versand. Alles in allem ist diese Box natürlich erstmal dazu da, um zu zeigen, was alles möglich ist, was man alles kriegen könnte. Jede Box wird ihr eigenes Thema haben. Wie ihr gesehen habt, ganz am Anfang auf dieser kleinen Karte stand drauf, dass das nächste Thema Scrapbooking sein wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch mit diesen Harzgeschichten nochmal eine Box kommen wird. Dann mit anderen Anhängern oder alles Mögliche. Und an sich, aus meiner persönlichen Meinung, ich fand die Box klasse. Aber wären die Extras nicht mit bei gewesen, hätte ich es ein bisschen wenig gefunden, wenn ich den Preis in Betracht ziehe. Mit den drei extra Sachen, also dem UV-Resin, der Taschenlampe dafür, die keine Batterien hatte, die musste ich dazu tun, aber das ist ja wirklich kein Problem. Und diesem Anhänger, also wenn das nicht mit drin gewesen wäre, hätte ich es vielleicht ein bisschen wenig gefunden. Aber ansonsten fand ich es toll. Ich kann mit allen Sachen was anfangen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Box einmal ein bisschen bewerten durfte. Sollte jetzt auch keine extrem lange Geschichte werden. Nur, dass ihr mal einen kleinen Überblick darüber bekommt, dass es auch solche Boxen in Deutschland gibt. Und ja, ich finde es klasse und ich finde es immer schön, auch jemanden aus Deutschland mit solchen Dingen zu unterstützen. Man merkt, dass unheimlich viel Arbeit drin steckt. Und Cookie Cutty selber hat zu mir gesagt, dass auch schon dadurch, dass andere diese Box bewertet haben, viele Informationen zusammengekommen sind und sie sich stetig verbessern möchte. Und ich hoffe, ich konnte da ein bisschen zu beitragen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
Ja, und das war's auch schon von meiner Seite. Dankeschön.